Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wizen. Wir sind immer noch auf Taranis, diesmal ein bisschen im Hinterland unterwegs und wir haben schon die ersten Schergen hier besiegt, die da vorne auf der Hütte waren und wohl die Fischer überrascht haben. Und wir haben sogar Walkos, den Texas Ranger, entdeckt, der jetzt mit uns jagen geht. Ich bin bereit. Lass uns jagen. Alles klar. Folge mir. Yo, Walker. Ich komme mit. Ich weiß zwar nicht, wo du mich hinführen willst, aber ich komme mit. Wir müssen auch noch unseren Freund, den ängstlichen Fischer, mitnehmen. Oder besser gesagt, Big bringen. Und das werden wir auch noch machen, natürlich. Oh, ich gehe hier auf die andere Seite. Ich komme mal mit, mein Freund. Lass uns weitergehen. Ja. Lauf mal vor, mein Freund. Ist natürlich die Frage, wo sind denn die Kobolde? Ah, ja, lauf sie mal da runter. Ey, hast wohl auf, du Spinne. Ja, du. Könntest mal gehörig helfen, oder was? Lass mich in Ruhe, du Scheißvieh. Mensch, jetzt geht, ich sehe überhaupt nichts hier. Und wie sie einfach nur mich angreifen, obwohl die anderen schon Schaden gemacht haben. Ey, ich glaube, Takt. Findest du? Tja, da könntest du sogar recht haben. Denn es ist immerhin jetzt tot. Gibt es hier oben irgendwie noch was Interessantes außer Schatulle und Gold? Oh, Gold. Und ein Jagdholz. Ah, da unten sind wohl die Kobolde, wa? Kämpfe schon? Ich will mitkämpfen! Ja, bei uns kämpfen mit! Guck mal, wie sie da aus dem Hinterholz kommen, die kleinen Kobolde. Kommt her. Erledigt. So, da hinten ist der letzte. Jetzt schnappen wir uns auch noch. Sehr interessant, dass er hier einen plündernden Kobold umgehauen hat, aber wieder zurückgelaufen ist, oder was? Die anderen dann nicht angegriffen hat. Der hat gar nichts dabei. Liegt hier noch was? Ich kann alle nicht plündern. Haben die alle nichts dabei, oder was? Hättet ihr arme Kobolde, klaut ihr schon alles hier und dann habt ihr noch nicht mal was? Nee. Ach, guck mal, hier hat auch noch was dabei. Da liegt noch Gold drauf, eine Schrotpistole. Hier liegt da mal was rum. Scheiße, die Kobolde haben ja ganze Arbeit geleistet. Verdammte Scheißviecher. Wie können ein paar Kobolde so ein Chaos anrichten? Wie gesagt, sie haben mich im Schlaf überrascht. Jetzt sind sie aber Geschichte. Die Kobolde sind Geschichte. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass sie meine Truhe aufbekommen haben. Das Schloss wurde von einem wahren Meister gemacht. Hier hast du den Schlüssel. Nimm dir einfach, was du haben willst. Danke nochmal, hast mir echt geholfen, Mann. Ich werde mich dann erstmal an mein Feuer setzen und mir überlegen, wie es weitergeht. Man könnte also quasi sagen, wir klauen hier einfach alles. Und wir sind doch schon fast unten am Strand. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen weitergehen zum Strand. Ich wollte eigentlich zurück zum Magierlager gehen. Einfach weil er ja, wir immer noch unseren Freund dabei haben, der ja jetzt irgendwo im Wasser wartet. Also ganz dabei haben wir nicht. Hallo. So. Weil im Grunde genommen geht es ja nur noch hier runter, ne? Dann können wir zwei... Ich denke mal, wir werden dann so hier so ein bisschen Cut machen, dass wir nicht hier reinlaufen, weil das könnte unser Tod sein. Aber so ein bisschen Richtung Strand können wir ja schon mal laufen, ne? Jetzt noch eine Brücke, die uns dann nachher zurückbringt, würde ich sagen. Achso, bevor wir weiter hingehen, gehe ich erstmal da oben noch und das kleine Stückchen gucken, oder? Hier oben noch. Ganz schnell, ganz fix, bevor wir zum Strand latschen, damit wir das quasi auch abhaken können. Ich würde sagen, so langsam, je länger man mit den drei spielt, so habe ich das zumindest das Gefühl,
desto mehr Spaß macht mir das. Ist echt irgendwie komisch. Am Anfang fand ich ein bisschen müde und zäh. Aber jetzt macht es echt Spaß, weil der Gothic-Sokus halt wieder drin, ne? Also man erkundet viel. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Und das ist irgendwie das, was mir so am meisten Spaß macht an Wesen. Das ist jetzt nicht so die Story oder sonst was oder das Aufleveln an sich, sondern wirklich hier die Erkundung, weil die haben echt eine schöne Landschaft gemacht. Ey, was greifst du mich an, du Vieh? Gut, dass wir bei uns dabei haben. So, ist hier noch irgendwas Interessantes? Vor allem finde ich es echt schön, dass hier mal wieder ein bisschen mehr, nur ein bisschen mehr Westliches drin ist. Ich meine, ich habe nichts gegen die Karibik gehabt, ich habe auch nichts gegen die Piraten gehabt. Aber ich finde das schon echt hübsch hier. Muss mir ja mal sagen, ob es gerade so nicht passt, wie die sehen ja aus, wie Pirat, der hier rumläuft. Das passt nicht so ganz, aber es ist auch nicht ganz so abwegig. Ich finde mir so eine schöne Mischung. Ja, schöner, wenn es so ein richtiger dicker Mittelaltermantel wäre oder sowas. Gibt's sowas? Gab's da Mann? Mäntel? Ich habe so das Gefühl, wir klettern hier ein bisschen abseits der Wege lang und das sollten wir wahrscheinlich nicht. Gehen wir wieder zurück. Hallo. Hallöle. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Jo, mach das. Das ist deine Lieblingsbeschäftigung, Mützen machen. Du bist quasi ein Hutmacher, der selber keinen Hut trägt. Ich nenne sowas einen schlechten Hutmacher, denn ein Hutmacher würde seine eigenen Hute tragen. Und das tust du immer mal einfach so nicht. So, bevor wir da runtergehen, gibt es ja hier noch was zu erkunden. Wasserstepper. Mit. Jetzt haben wir wieder Wasser, ne? Ich glaube, das können wir komplett draufgehen bis zu der kaputten Brücke, ne? Ne, können wir nicht, weil da ein Wasserfall dazwischen ist. Aber immerhin eine Wasserecke. Dann mach sie! Mach sie schnell! Und mach sie gut! Dann kaufe ich dir sogar eine ab! Soll es jemals einen Wesen 4 geben? Macht Bones nicht als Gefährte, macht ihn als Verkäufer von Mützen! Ich hab mein Schwert nicht gezogen. Lach macht ihn zu einem Händler, der die besten Mützen kauft! Einfach damit diese Sprüche auch einen Sinn haben! Das muss eigentlich so langsam die Framerate einbrechen. Ich bin beeindruckt. Wir sind in einem Wasserfall und die Framerate bricht nicht ein. Oh, Bergkristall. Nehmen wir aber mit. Ich bin ja echt fast beeindruckt. So. Über die Brücke gehen wir noch nicht. Da könnten wir eigentlich ja fast wieder zurückkommen, ne? Falls wir uns denn wagen, da reinzugehen, was ich mir noch ein bisschen bezweifle. Ich glaube, das könnte nur vielleicht unseren Tod bedeuten. Diese Höhle da. Und eigentlich wollte ich hier auch noch unseren Freund da irgendwie mal wegbringen. Weil der wartet ja... Was bist du? Hallo? Hast du einen Namen? Ein furchtbarer Golem! Ja, Käfer gegen Bones. Der ist viel interessanter. Besonders fette Beute. Ist natürlich die Frage, wer hatte diese Quest jetzt offen? Wer möchte diese besonders fette Beute machen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist sie unsere. Oh nein, es reicht nicht. 80 braucht die. Müssen uns echt mal merken hier. Wie schreibe ich mir das auf hier? Warte mal gerade, ich habe mir das ganz kurz auf. Südlicher Basis Obelisk. Truhe mit 80. So. Wunderbar. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Weil so viel fehlt uns ja gar nicht mehr, ne? Fingerfertigkeit. Ja. Wow. Also mit 50 können wir schon mal auf dann
Nochmal plus 10, dann sind wir schon bei 60. Und dann müssen wir halt quasi nur noch einmal. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde, bevor wir hier weitergehen? Ich meine, wir sind noch nicht so weit, oder? Na komm, wir gehen jetzt hier lang. Weil dann machen wir die Mangroben noch schnell fertig hier unten. Bevor wir dann andersrum da reingehen, glaube ich. Dann können wir nämlich noch schnell den Tenner, dieser Tenner, wegbringen. Da freut er sich, dass er dann endlich wieder zu seinen Kameraden gehen kann und endlich kehren kann. Yay! Das ist die super Aufgabe. Gehen Sie kehren, denn das ist Ihr Dienst. Der Kehremann. Er kehrt und putzt, bis das Lager sauber ist. So, gehen wir mal den Schnaps und den Fusel her. Danke, danke, danke. Da kommt wieder hoch. Da ist. Habe ich sogar eine Pflanze vergessen, wie es scheint. Und ich frage mich immer noch, wer besonders fette Beute haben wollte. Vielleicht Walker? Haben wir jetzt mit viel Walker in der Quest gemacht? Ich könnte ja gleich mit ihm sprechen, wenn wir hier zurücklatschen. Wir werden ja hoffentlich noch zurücklatschen. Sodophie. Ja, das war's mit ihm. Diesem Mistvieh. Ein ganz, ganz böses Mistvieh war das mal wieder. Kompliziertes Das Schloss ist zu kompliziert Bäh. Für mich. Bäh. Zu schwierig. Kompliziertes nee. Schloss. Ich habe gar. Habe ich irgendwas, womit man das steigern können? Nein. Nein. Einstein. Guck mal hier. Kristallnadel, Kugel, sich das Schlösser knacken. Ah! Oh! Oh! Jetzt sind wir bei 75. Oh! Hallihallo. Ich schätze mal, wenn wir ins Lager gehen. Dann können wir auch, glaube ich, bei dem einen Diebstahl noch erhöhen. Das hat sich echt gelohnt, ne? Ich überhaupt nicht. Da können wir Diebstahl quasi noch schnell erhöhen und könnten auch die Truhe da oben knacken. Das ist doch mal ein guter Plan, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen sowieso dann jetzt gleich direkt danach wieder hoch. Dann können wir das Stück hier noch später erkunden. So. Jawohl, das geht doch sehr gut. Muschel. Ach, da ist schon wieder so einer hier. Ja, was schafft der denn da mal wieder rum? Ich wollte eigentlich nur die kleinen Viecher erstmal hier haben, bevor wir uns mit den großen rumschlagen. Dass sie Blitze uns nicht schaden, finde ich gut. Dass sie die Gegner nicht schaden, finde ich weniger gut. Nicht das Vieh jetzt nicht töten bei uns. Dann gehen wir den Leviathan da eingreifen. Greife ihn an! Er greift tatsächlich ihn an. Ich schieße den Hintern! Tja, hättest du mal nicht den Kampf abgebrochen, mein Freund. Oh, da ist aber was fallen. Boah, Fisch, da geht's in die Mangroven rein. Da möchte ich tatsächlich jetzt noch nicht rein. Ich gehe erstmal zurück zu Walker und dann schauen wir mal, dass wir nochmal ein bisschen was in Schlösserklacken reinkriegen. Heißt, ich brauche eigentlich jetzt nicht gerade Charakter Inventar. Ausrüstung. Roulette. Kristallnadel. Einschüchter plus 5. Runenmagie Astral. Das ist das richtige Ding für Magier, glaube ich. Alchemie Astral. Sich Pistolen. Einschüchtern. Hm. Ich lasse das mal so. Was ist denn eigentlich mein Einschüchterungswert? Einfluss? 60. Das ist eigentlich schon gut, ne? 1500. Ich glaube, dann haben wir aber fast genug da reingesteigert, ne? Erstmal. Muss ich merken, dass eine Truhe mehr kann. Ich hätte die Pumpe da nicht reinpumpen sollen. Bäh. Obwohl,
90, wenn wir dann noch so auf 90 kriegen, kommen. Ein Grundwert wäre eigentlich super. Ey, wolltest du ein Vieh jagen, oder was? Fisch? Fisch. So, was hast du jetzt vor? Du bist doch Jäger, oder? Ja, wieso? Möchtest du etwas lernen? Warum eigentlich nicht? Ich könnte dir schon so einiges über die Jagd beibringen. Frag mich einfach, wenn du etwas Bestimmtes wissen möchtest. Jojo, machen wir. Was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Erstmal werde ich mich ein bisschen entspannen. Da fällt mir was ein. Hättest du nicht Lust, nochmal mit mir zu jagen, Mann? Ich habe schon seit langem eine ganz besondere Beute im Kopf, aber alleine schaffe ich das Vieh niemals. Ich helfe dir. Ich helfe dir bei der Jagd. Wunderbar. Dieser fürchterliche Sumpfgolem ist nicht weit von hier, auf einer kleinen Anhöhe am Rande des Sumpfes. Ich führe dich hin. Sag mir Bescheid, wenn du los willst. Naja, ihn gibt's schon gar nicht mehr. Deinen fürchterlichen Sumpfgolem gibt es nicht mehr. Das ist sehr gut. Vielleicht findest du bei ihm ja noch ein paar brauchbare Sachen. Ich werde in meinem Lager sein, wenn du noch etwas brauchst. Jojo. Bist du dir sicher? Auf in den Kopf. Oh, wir kriegen trotzdem die Punkte dafür. Das ist ja nett. So, erstmal hier. Dann holen wir mal unseren Typ ab und gehen zum Lager, liefern den ab. Und dann erkunden wir da unten die Mangroven noch weiter. Können wahrscheinlich auch die Truhe vielleicht öffnen. Ich glaube, Gold müssen wir dafür hoffentlich genug haben. Und ich hoffe, dass uns dieser Typ überhaupt sowas beibringen kann. Dieser Dieb, der so tut wie ein Dieb. Na, bist du dabei? Dann mal los. Dann mal los. Jo, wir machen den kürzesten Weg, den es gibt. Nämlich, wir teleportieren uns einfach. So. Komm, mein Freund. Hier. Magierlager. Für dich. Exklusiv. La 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 la. Wells, Vetriano. Hey, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Panzerknacker. So gut bin ich auch nicht. Was? Ach, ich brauch da 60 oder was? Das Magierlager. Ich bin in Sicherheit. Endlich. Hab dir doch gesagt, dass du dir keine Sorgen machen musst. Danke, Mann. Das werde ich dir nie vergessen. Ja, ja, schon gut. Nun, bist du nun für deinen neuen Posten bereit? Bist du bereit, deinen neuen Posten im Lagerhaus anzutreten? Ja, hier wird es mir gut gehen. Die Wächter geben mir Schutz. So kann ich meine Schuld bei ihnen abbezahlen. Hier, vergiss den Besen nicht. So, dann sprechen wir mit Vetriano. Hier, du hast jetzt deine Putze. Tokel putzt ab jetzt für dich das Lagerhaus. Mensch, das ist ja toll. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der die Wäsche macht und... Leg dich jetzt bloß nicht auf die faule Haut. Außerdem denke ich, dass du mir was schuldig bist. Ei. Du hast recht. Hier, damit kannst du bei Roderich ordentlich einheben gehen. Naja, ordentlich ist was anderes, aber naja, danke. So, wir brauchen noch 4000. Das dauert noch ein bisschen. So, eine Sache noch wegen den Minen. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Die Lieferung aus der Lagermine ist angekommen. Die Lieferung aus der Lagermine ist angekommen. Ach, und wer von den Jungs hier soll sie geholt haben? Ich war das. Ach so? Na dann, gute Arbeit. Hier, nimm dies als Entlohnung für deine Dienste. Ich glaube, diesem Frink die Verantwortung für die Mine zu geben, werde ich mir nochmal gut überlegen. Du kannst Einfluss steigern und hier ist eine neue Mine im Süden, habe ich auch noch gefunden. Ich habe eine neue Mine im Süden gefunden. Aha, wo genau? In der Nähe des Hafens. Sie war voller Kobolde, doch jetzt nicht mehr. Ah, das ist großartig. Ich wusste, da unten ist noch etwas zu holen. Gut gemacht. Dann geh sofort zu Gadi, einem Gnom am Hafen, und erzähl ihm von der neuen Mine. Er soll die Mine in Beschlag nehmen. Je schneller, desto besser. Tja, schon, Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Der Gnom kümmert sich bereits. Gadi, der Gnom vom Hafen, kümmert sich um die neue Mine. Oh, das ging jetzt aber schnell. Gut gemacht. Das wird uns bei unserer Sache immens weiterhelfen. Klar, lass mich in die Halle der Magier. Komm schon, lass mich in die große Halle der Magier. Ich versuche auch keinen Ärger zu machen. Na schön.
Du hast ja immerhin schon einiges für uns getan. Gut, geh zu ihnen. Aber halte sie nicht zu sehr von der Arbeit ab. Alles klar. Aha, habe ich jetzt die eine Quest abgebrochen? Ich hoffe doch mal nicht. Neue Verbündete, war das hier? Die Verteidiger? Die Vereinigung, Minenbetracht. Es müssen auf der Reise viel größere Kristalle. Okay. Okay, müssen wir trotzdem noch machen. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Das heißt, wir können dann demnächst, bevor wir weiter erkunden vielleicht, oder vielleicht während wir erkunden oder vor, keine Ahnung, können wir bei dem Magier mal vorbeischauen. Hier, ich muss mal pennen. Und wieder mal geht es hinab in die ins Reich der Toten. Ja, wieder mal Seelenstaub sammeln. Ich weiß zwar noch nicht, was uns das bringt. Vielleicht bringt uns das ja irgendwann mal was. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß zwar, was es sein soll. Aber gut. Vielleicht haben wir da mal irgendwann mal was von. Seelenstaub, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon schon gesammelt habe. Und was wir damit sollen, aber... Pff. Scheint da schon einiges jetzt hier aufziehen, sammeln zu können, ne? Ist auch noch was? Ist auch noch was da oben? Ach, du schon wieder! Immer wieder du! Immer wieder. So. Jetzt immer Ruhe pennen. Und es sieht so aus, als hätten wir jetzt so einiges hier schon geschafft. Was haben wir denn sonst noch hier? Der Schatz im Toten Reich. Ich glaube, das werden wir zuerst machen. Außer wir kommen da überhaupt nicht klar mit. Einer kam durch. Kjeld und der Angriff. Ach so. Ich sollte natürlich auch mal mit Kjeld noch sprechen. Das mache ich noch schnell. Hallo Kjeld. Nee, du bist... Doch, da bist du ja. Hallo. Hey, Lina, naja, wie soll ich sagen? Sie ist tot. Lina ist... Nun, sagen wir, ihr ging's schon mal besser. Du meinst, sie ist tot? Oh nein! Kein Zweifel, die Schattenwesen haben ganze Arbeit geleistet. In was für Zeiten leben wir nur? Dennoch danke, dass du mir davon berichtet hast. Dafür ist Tokel in Sicherheit. Tokel ist in Sicherheit. Oh... Und ich dachte, ich sehe ihn nie wieder. Ich nehme an, du hast ihn hier ins Lager gebracht? Ja. Da draußen ist es einfach nicht sicher. Ich habe getan, was du wolltest. Wie steht's mit einer Belohnung? Sollst du haben. Hier, unsere gesamten letzten Einnahmen. Aber sag mal, könntest du mir nicht noch einen weiteren Gefallen tun? Lina ist tot. Ach komm hier, ich bin total happy. Yay. Was ist dein Problem? Die Biester, die unsere Hütte überfallen haben, kamen aus dem Südwesten der Insel. Ich bin mir sicher, dass irgendetwas diese Kreaturen antreibt. Wenn es nicht verschwindet, werden immer mehr von diesen Bestien über die Insel herfallen. Kannst du dich der Sache nicht annehmen und das Vieh zur Strecke bringen? Wo soll ich nach dem Biest suchen? Wo soll ich nach dem Biest suchen? Das Klügste ist wohl, du suchst im schwarzen Land von Taranis. Gar nicht gefährlich. Irgendwo dort muss es sich verkrochen haben. Ich kümmere mich drum. Streich das Problem von deiner Liste. Ich kümmere mich darum. Gut, aber rüste dich vorher besser gut aus. Dieses Vieh wird sicherlich ein harter Brocken. Das bleibt abzuwarten. Eieieiei. Werden wir natürlich tun. So, liebe Freunde. Sieht so aus, als hätten wir jede Menge hier schon geleistet. Und, ja, dann können wir ja doch noch ein bisschen Ruhm sammeln. Wir brauchen ja immerhin noch 2000. Ah, ein bisschen mehr, 2700. Na gut, 2670. Aber fast, ne? Gemäßigt 64. Wir sind sogar schon am Weg, gut zu werden. Also so wirklich scheint es uns nicht böse zu gehen. Ich weiß zwar nicht, wo es hier alles so drin steht, aber... Achso, Schmied, ja. Gegenangriff. Da fehlt so ein Nahkampf. Aha, sehr interessant. Wir können sogar gucken, was man dafür braucht. Schattenjäger. Gemeinschaft Dämonenjäger. Können wir nicht machen. Spinnenjäger, Gemeinschaft, Pirat, Pirat, Gemeinschaft, Piraten. Aha. Na gut.
Ja, sehr interessant. Oh, Deutsche können wir meistern, aber ich möchte gar keine Deutsche meistern. Büchsenmacher, Großwildjäger und Messerstecher. Okay, Härte, Medikus. Achso, das können wir sogar schon machen, weil wir genug Härte haben. Vieltrinker, Magiesicher und Verwüstlich. Brauchen wir bei Härte 100. Wudemagie. Kristallmagie, Runenmagie, Meistermagier, Kampfmagier, Bandtänzer, Alchemie, Tränkebrauen. Aha, sehr interessant, was hier alles so gibt, ne? Wächter. Blick der Schatten. Ja, Krallen nehmen. Schattenesser. Was macht ein Schattenesser? Herrliches Essen von dem Mondfleisch. Die klingen echt ein bisschen böse. Pflanzen haben doppelte Heilwirkung. Okay, ich esse zwar keine Pflanzen, aber gut zu wissen. Und Diebeskunst. Ja klar, Silberzunge brauchen wir noch. Wie viel uns da noch fehlt, ne? Meisterdieb. Könnten wir jetzt mittlerweile auch machen, ne? Fingerfertigkeit. Taschendieb. Panzerknacker ist natürlich enorm einiges besser, ne? Ach, da können wir sogar Rabatt ausschlagen. Natürlich auch eigentlich super, ne? Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's für diese... Habe ich 5000 Gold? Habe ich da nur vertan? Ich habe mich nur verlesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns den Magiern oder die Magier ein bisschen genauer anschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.